Guten Tag, mein Name ist Friedel Götz. Ich bin evangelischer Pfarrer in Großsachsen. Momentan sind doch viele alltägliche Dinge wirklich amüsant. Ich will auf einmal tanken fahren, weil es so günstig geworden ist. Ich freue mich sogar wieder auf mein Büro. Oder ich bin nicht am Türsteher des Baumarktes vorbeigekommen. Geht es Ihnen nicht auch so? Nervig hingegen sind die ganzen Leute, die alles schlecht reden. Beispielsweise, das ist doch gar nicht schlimmer als Grippe. Warum haben die anderen nicht besser aufgepasst? Oder die Chinesen sind schuld, die essen ja sogar Fledermäuse. Vor allem dieses China-Bashing fällt besonders auf. Doch was passiert da? Ich finde es bemerkenswert, wie Schuldige gesucht werden und wie zufrieden ein Sündenbock präsentiert wird. Sicherlich kann es helfen, einen Schuldigen zu haben, wenn man eine schwierige Situation aushalten muss, aber in der aktuellen Situation halte ich das wirklich nicht für hilfreich. Überlegen Sie doch mal, wie viele Menschen auch heute noch auf der ganzen Welt an Hunger sterben oder an Krankheiten, die wirklich heilbar wären. Und jetzt gibt es dieses Virus, das nicht alleine auf die Unterschicht beschränkt ist und sofort steht die ganze Welt still. Sie steht still und sogar die unantastbaren Regeln der Wirtschaft sind auf einmal ausgesetzt. Bei dieser Beobachtung scheint mir die Formulierung, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht für ganz realitätsgetreu. Müsste es vielleicht nicht eher heißen, die Würde des westlichen, reichen Menschen soll mit allen Mitteln verteidigt werden? Jedenfalls haben sich die Probleme dieser Welt vor unserer Haustür vorgekämpft. Und jetzt ist es für alle klar, wir Reichen sind nicht die einzigen echten Bewohner auf diesem Planeten, sondern es gibt noch viele andere. Und deren Wohlbefinden und unser Wohlbefinden, die hängen wirklich miteinander zusammen. Daran ist niemand schuld, sondern das ist Wirklichkeit. Bedenklich, dass diese Feststellung momentan auf der Welt zu so viel Veränderungen und Aufruhr sorgt. Eine globale Herausforderung kann auch nur gemeinsam gelöst werden, aber niemand kann der ganzen Menschheit befehlen zu handeln. Früher haben das angeblich die Götter oder vielleicht auch das Schicksal übernommen, doch darauf können wir heute vermutlich nicht vertrauen. Der Historiker Yuval Harari fordert, jetzt verstehen wir die Krise besser und jetzt sollte uns klar sein, dass der einzige Ausweg in einer stärkeren Kooperation liegt. Wir müssen Medikamente und Impfstoffe zusammen entwickeln, Wissen teilen. Wir müssen uns entscheiden. Entweder, okay, dieser Wahnsinn ist Grund der Globalisierung, also Grenzen zu, wir kümmern uns um uns selbst, oder um langfristig ein gutes deutsches Gesundheitssystem zu haben, brauchen wir auch darum herum gute Gesundheitssysteme. Und das ist auch unsere Chance, gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen, dass wir Europa als etwas Stärkeres erleben als nur als eine Wirtschaftsunion. In welche Richtung soll es weitergehen? Als Jesus gefragt wurde von Menschen, die auch im Krisenmodus waren, welche Idee hat denn Gott für die Menschen und für die Nationen, damit die Welt gut funktioniert? Da sagte er, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und gib Gott die Ehre. Liebe dich in dieser Welt und auch die anderen. Daraus folgt automatisch, aus Eigeninteresse helfen. Und wenn wir Gott dabei die Ehre geben und nicht allein meinen beruflichen oder persönlichen Plänen, sondern der Einheit der Welt, dann kann sich daraus der Horizont eröffnen. Warum ist es so wunderbar berührend, wenn wir in einer Naturdokumentation sehen, wie eng die Einheit dieser Welt ist und wie wunderbar sie aufeinander abgestimmt ist? Und warum klingt es so weltfremd, wenn ich diese Einheit auch in meine persönlichen Planungen beruflich oder persönlich mit einbeziehen soll? Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Götz.